Hallo, mein Name ist Alexander und ich bin Ortsjugendbeauftragter im Ortsverband Bocholt-Borken. Heute zeigen Julian und ich euch die Inbetriebnahme eines Zuggerätes. Dies sind die benötigten Materialien, um das Zuggerät in Betrieb zu nehmen. Beginnen wir mit der Inbetriebnahme. Achte darauf, dass du während des Aufbaus und der Nutzung des Zuggerätes deinen Helm sowie deine Lederstulpen zu deiner Sicherheit trägst. In diesem Video schlagen wir das Zuggerät am GKW an. Wenn du das Zuggerät an einem Fahrzeug anschlägst, ist es wichtig, dieses gegen Wegrollen zu sichern. Dazu nimmst du Unterlegkeile. Positioniere dazu die Unterlegkeile vor die hinteren Räder. Achte ebenfalls darauf, dass die Feststellbremse gezogen ist. Fangen wir an, das Zuggerät anzuschlagen. Nehme dazu das Anschlagstück und befestige es am vorderen Teil des GKWs. Nun nimmst du das Zuggerät. Dieses kuppelst du an das Anschlagstück. Als nächstes benötigen wir die Materialien zum Anschlagen der Last. Je nachdem, welche Last wir bewegen wollen, variieren diese. Hier benötigen wir eine Rundschlinge, einen Schäkel, eine Kombizange und etwas Bindedraht. Zum Anschlagen der Last befestigen wir unsere Rundschlinge an unserem Gegenstand. Jetzt benötigen wir das Drahtseil. Zum Verbinden der Rundschlinge und des Drahtseils benutzen wir einen Schäkel. Führe zuerst die Rundschlinge durch den Schäkel. Jetzt führst du den Bolzen des Schäkels durch den Karabiner des Drahtseils und drehst den Bolzen fest. Wichtig ist, den Bolzen handfest anzudrehen und danach eine halbe Umdrehung zurückzudrehen, damit sich dieser bei Bewegung des Schäkels nicht festziehen kann. Mit etwas Bindedraht sichern wir den Bolzen. Führe dazu den Bindedraht um den Schäkel und durch den Bolzen. Verdrehe nun den Draht in sich. Lege nun das Drahtseil aus. Schiebe nun den Schaltgriff zurück, sodass sich dieser einrastet. Lege ebenfalls den Vorschub- und Rückzughebel um. Führe nun das abgerollte Drahtseil am Mundstück ein. Achte darauf, dass das Drahtseil am hinteren Ende unter dem Bolzen entlang läuft. Schiebe nun das Drahtseil, soweit es geht, durch. Löse nun den Schaltgriff, um in den Betriebsmodus zu wechseln. Zuletzt benötigst du das Hebelrohr. Ziehe das Hebelrohr aus und sichere es an dem Vorschubhebel. Jetzt kannst du anfangen, das Zuggerät in Betrieb zu nehmen.